Dies ist eine Gleichung zweiten Grades, deren Auflösungsformen hier aufgelistet sind. Zuerst müssen wir sicherstellen, welche die Zahlen a, b und c in unserem Beispiel sind. Hier ist a selbstverständlich die 3, Vorzahl von x², b ist die 5, Vorzahl von x, und c ist der unabhängige Term minus 2, das heißt der Term, der kein x enthält. Da wir a, b und c jetzt kennen, können wir die Diskriminante Delta für diese Gleichung berechnen. Delta, das ist hier also 5 im Quadrat, minus 4 mal 3 mal minus 2, und das macht 49. Da die Diskriminante Delta streng positiv ist, hat die Gleichung zwei Lösungen, die wir so berechnen. X ist hier minus 5, minus b, plus minus die Quadratwurzel aus 49, die Quadratwurzel aus Delta, geteilt durch 2 mal die Zahl a, diese 3. Diese Rechnung ergibt minus 5 plus minus 7 geteilt durch 6, und wir haben eigentlich zwei Rechnungen zu machen, die eine mit Plus und die andere mit Minus. Minus 5 plus 7, das macht 2, geteilt durch 6, 2 Sechstel, das ist ein Drittel. Jetzt rechnen wir mit Minus. Minus 5 minus 7 macht minus 12, und minus 12 geteilt durch 6, das macht minus 2. Diese Gleichung zweiten Grades hat also diese zwei Lösungen, die wir in die Lösungsmenge hineinstecken, und diese Übung ist schon beendet.